Hallo, ich bin's wieder, eure spinnende Katze. Ich habe eben gerade das Video von Shanti Manu gesehen über den Hero Drum Kader und das Spinnen von Alpaka und Angora Wolle. Und ja, da ich mein neu erstandenes Kadiergerät gern auf Herz und Nieren austeste und es eine ähnliche Benadelung hat, dachte ich, probiere ich das jetzt mal auch. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Angora Kammzug allerdings, das ist ein Stück davon, was ich eh mal kadieren wollte, weil es sich auch besser verspinnen lässt als aus dem Kammzug. Und ja, Alpaka-Rohwolle habe ich auch noch da, Kamelhaar auch. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob der das auch kann. Der müsste eigentlich können, weil er die gleiche Benadelung hat, aber man weiß ja nie. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Ich bin gespannt. Fangen wir doch gleich mal mit dem schwierigen Part an, mit der Angora-Faser. Ja, das heißt, ich fluff mir das jetzt hier so ein bisschen auf, so, und dann lege ich das mal hier rein. Aha. Ja, man sieht schon, es wird nicht so gut gegriffen. Dann schauen wir doch mal. Also wenn man dann noch die Flickkarte ein bisschen zur Hilfe nimmt, kriegt man es, glaube ich, hin. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so einfach hier. So. Den mal ab. Aber ich muss sagen, so richtig mega begeistert bin ich davon nicht. Das ein feines Zeug, ey. Boah, Wahnsinn. Stücken raus. Einiges drin hängen. Also merke, wenn man Angora kadiert, muss man hinterher das Kadiergerät auch echt gründlich sauber machen. Das hier ist jetzt die Alpaka-Wolle. Ich habe hier noch ein Kilo unbehandelte Rohwolle, die übrigens im Gegensatz zur Schafwolle so aussieht. Die ist wunderbar schön. Schöne Flocken. Die sind so schön weiß. Man muss die gar nicht waschen.
Es ist nur so minimal Einstreu drin. Ah, es ist so eine Wohltat, wenn man vorher Wolle gewaschen hat. Egal. Soll ja eigentlich ums Kadieren gehen. Das kadiert sich deutlich besser als Angora. Aber ich muss sagen, ich würde auch dazu tendieren, sie eigentlich zu kämmen. Ich habe im Moment keine Wollkämme hier. Und ja, deswegen mache ich es jetzt erstmal so. Außerdem teste ich das jetzt gerade mal aus. Und ich muss mir die dann so ein bisschen auflocken. Das ist schön weich. Ja, yeah, genau. Ich muss einmal einen Karton. Und kleinen Katzis. So. Ja, insgesamt geht es ganz gut. Was ich gerade nicht so gut fand, ist, dass das Angora Vlies, das zeige ich auch gleich nochmal, dass es sich eigentlich nur ganz schwer von der Karte hat abnehmen lassen. Weil das fast auseinanderfällt. Aber das liegt einfach daran, dass die Fasern einfach so unglaublich kurz sind. Deswegen diese Faser ja auch so schwer zu verspinnen ist. Und so einen kurzen Auszug kann man es eigentlich vergessen. So, im Gegensatz zu dieser schönen Rolle hier. Und das passt noch drauf. Das ist so schön weich. Ich könnte mir ein Kopfkissen daraus vorstellen. Oder ein Ganzkörperanzug oder ach, keine Ahnung. Das ist einfach super. So, einstreut. Das ist lachhaft wenig. Das Lustige ist, dass hier drin so, dass hier in dieser Alpaka-Rohwolle sogar von vornherein noch weniger Einstreu überhaupt von Anfang an drin ist, als in der Schafswolle, die ich jetzt mittlerweile schon gewaschen und sortiert habe. In der ist immer noch mehr als in diesen losen, rohen Alpaka-Flock. Welch ein Unterschied. So, aber man sieht, es funktioniert. Also man kann es auf jeden Fall damit kadieren. Es geht eigentlich sogar recht gut, meines Erachtens nach. Und ja, also das Fazit ist hier auf jeden Fall, dass es auch mit den 72 ppi zu kadieren geht, auf jeden Fall. Ich glaube, weil ich habe ja auch noch Kamelhaar da. Ich bin jetzt gerade in Experimentierlaune. Werde ich jetzt gleich auch noch mal das Kamel da drauf kadieren. Das mache ich dann als nächstes gleich noch. Aber das hier sieht doch schon mal sehr erfreulich aus. Babykamel, da ist jetzt schon ein bisschen was drauf. Babykamel liegt ja von der Faserlänge her, ich würde sagen, zwischen Angora und Alpaka. Also es ist schon deutlich kürzer als Alpaka, aber es ist eben noch nicht so kurz wie Angora. Aber es ist so glatt wie Angora, wie man vielleicht sehen kann. Es kadiert sich auf jeden Fall ähnlich. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man eben gerade Kamel auch noch sehr gut mit Schafswolle am besten zusammen kadiert. Und ich glaube, dann wird es deutlich besser mit dem Kadierverhalten. Also das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich muss es nochmal ausprobieren. So. Ich denke, damit ist die Trommel voll. Und können
das Bad abnehmen. Mal gucken. Ich nehme mal an, dass das jetzt schlechter gehen wird als das Alpaka. Es geht sogar einigermaßen. Das hätte ich eigentlich gar nicht so erwartet. Das ist doch schon mal schön. So. Na gut, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Alpaka-Fasern nicht ein Kammzug waren, sondern wirklich Flocken. Und das hier war jetzt ein Kammzug. Also ich nehme an, dass sich das dann besser abnehmen lässt. Aber es lässt sich kardieren. Auch wenn es wahrscheinlich auf so einem, weiß ich nicht, ich glaube 112 ppi Drumkader noch besser geht. Aber gut. So, das sind jetzt meine fertigen Bads. Das hier ist einmal die Alpaka-Wolle. Das ging eigentlich so am besten, fand ich zumindest persönlich. Dann das Babykamel, das war jetzt schon ein bisschen beschwerlicher, aber das war das jetzt auch noch okay. Vor allem das Bad sieht echt gut aus hinterher, muss ich sagen. Ich glaube, das lässt sich auch ganz toll verspinnen. Auf jeden Fall besser als aus dem Kammzug, weil Kammzug ist für einen langen Auszug immer ein bisschen schwierig. Aber seltsamerweise gibt es die immer nur im Kammzug, was ich bei Babykamel irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Und das Angora. Es hält nur gerade so zusammen, aber es hält zusammen. Aber es war schon nicht ganz einfach und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das nächste Mal kaufe ich mir ein Angora Badge. Und zwar von Seidenhase. Zum einen weiß ich da, wo sie herkommen. Die kommen nicht aus China oder die kommen auch nicht aus Indien, wo die Tiere so grausam die Haare ausgerupft werden, dass die bluten und alles und Angst haben. Und nee, deswegen werde ich das da kaufen. Das ist dann zwar teurer, aber das macht ja nichts. Die Tiere werden gut gehalten, die werden nicht gerupft und man kriegt Bats. Also eine gute Kombination, würde ich sagen, weil jetzt möchte ich glaube, ich will es nicht nochmal kardieren, um ehrlich zu sein. Das war mein erster und mein letzter Angora-Kammzug, nur um das jetzt mal zu sagen, auch wenn ich Angora toll finde. Danke Shanti für die Anregung zu dem Video. Es hat mir Spaß gemacht, das mal auszuprobieren, das einfach mal zu testen. Was kann man damit überhaupt noch alles machen? Ich meine, man kriegt eigentlich immer nur eben ein Kardiertier, was man sich im Leben kauft, sage ich mal, weil also in der Regel halten die ja ewig. Und ja, dann ist es halt gut zu wissen, was es alles kann. Also gerade in Bezug darauf, wenn man Anfänger ist, will man später vielleicht andere Fasern verarbeiten oder auch umschwenken auf was ganz anderes, dann ist es natürlich toll, wenn man das auch dafür nehmen kann. Deswegen, ja, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und ich muss sagen, dass Rudi seine Arbeit bis jetzt sehr, sehr gut macht. Der ist ja noch nicht so lange bei mir eingezogen und ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, was der Hero kann, kann der hier auch, aber der hier ist halt größer und teurer. Also für die, die sich überlegen wollen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das war ein bisschen aufschlussreich, was man alles damit machen kann, mit der Angora-Wolle auch. Oh Gott, die muss ich noch verspinnen. Oh, na, mal gucken. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ja in die Kommentare hinterlassen, das Video liken, wenn es euch gefallen hat oder ja, könnt mich auch gerne abonnieren. Genau, außerdem haben wir jetzt gerade Fütterungszeit und meine Kätzchen wollen jetzt nämlich gleich was essen. Nicht wahr, mein Süßer? Ja. Genau. Deswegen muss ich jetzt eher von den Videos drehen. Okay, bis bald. Ciao.